Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und heute haben wir vor, zur Akademie zu eilen, aber erstmals haben wir Probleme mit Team Star. Ja, die scheinen auch in der Akademie zu sein, allerdings, ja, nicht gerade die hellsten zu sein. Hä, willst du was von Team Star? Wenn du bei uns mitmachen willst, dann komm später wieder. Wir unterhalten uns hier gerade. Wir sind von Team Star, wo jeder nach den Sternen greifen kann. Es ist so grausam. Warum? Warum ist Star böse? Du hast bestimmt schon von uns gehört. Ja, in den Trailern, ja. Leider. Wieso spielst du dich dann so auf? Jemand wie du wäre bei Team Star wahrscheinlich im 0,nichts an der Spitze. Alle hätten Angst vor dir. Trotzdem. Es kann nicht angehen, dass sie die uns nicht ernst nimmt. Wenn wir das einfach auf uns sitzen lassen, ist Team Stars Ruf gleich im Eimer. Da bleibt uns keine andere Wahl. Wir müssen kämpfen. Recht hast du. Behalt du das Brillengesicht da drüben im Auge. Ich kümmere mich so lange um die Neue hier. Die wird gleich Sterne sehen. Ja, dann let's go. Ja, der Beat ist schon mal geil. Oh, und die bringen Sproxy rein. Ja, dann let's go. Es war ein Käfer-Pokémon, glaube ich. Käfergift. Also für Sprigatito leider nicht so geeignet. Ich werde es dennoch probieren. Vielleicht schreckt es ja zurück. Nee, es macht Silberblick. Das schwächt meine Verteidigung. Dann ist das aber auch kein Problem. Denn ich glaube, der nächste Biss, der sitzt. Und damit ist Sproxy down. Hat sie noch ein Pokémon? Nee, oder? Nee. Team Starübel wurde besiegt. Jetzt bin ich diejenige, die Sterne sieht. Oh ja. Was war denn das? Warum ist die so stark? Was? Du hast meine Kollegin platt gemacht. Dann muss ich dir wohl zeigen, wo der Hammer hängt. Ich bin schon länger bei Team Star, also mach dich auf was gefasst. Hey, ihr da, was soll das werden? Ups, die Schulsprecherin. Die hat uns ja gerade noch gefehlt. Hör mal, das geht so nicht, Kuroi. Fängst du einfach an, mit wildfremden Leuten zu kämpfen? Dafür bin ich doch da. Aber Team Star. Was? Oh, sorry, dann muss ich was falsch verstanden haben. Stimmt, jetzt wo ich genau hinsehe, das sind doch welche von Team Star. Versucht ihr schon wieder, Leute dazu zu zwingen, eurem Team beizutreten? Möglicherweise war das nicht der Fall. Aha, so ist das. Als Schulsprecherin wäre es ja eigentlich meine Aufgabe, diesen Aufruhr gleich zu unterbinden. Aber wenn du eh schon dabei bist, überlasse ich die Lösung des Problems dir, Kuroi. Und zwar mit diesem super mega ultra geheimen Item. Es ist soweit. Terra-Kristallisierung. Oh Gott, Mann, ich sterbe hier von Verwunderung. Oh, Terra-Kristall-Orb. Diesem Orb wohnt Kristallisierungskraft inne. Ist er vollständig aufgeladen, kann er Pokémon Terra-Kristallisieren. Ach so, das muss man aufladen? Mit diesem Terra-Kristall-Orb können deine Pokémon in einem Kampf Terra-Kristallisieren. Mal sehen, dein Felori nimmt bei der Terra-Kristallisierung höchstwahrscheinlich den Typ Pflanze an. Eigentlich musst du einen speziellen Kurs belegen, um dieses Item überhaupt zu bekommen. Aber ich war so frei und habe meine Beziehungen für dich spielen lassen. Gern geschehen. Ah ja, okay. Also Zeit für den Praxistest. Im Kampf findet man am besten heraus, wie es funktioniert. Ja, ich bin voll hyped. Let's go. Hä? Heißt das, ich bin jetzt das Versuchsobjekt für die Terra-Kristallisierung oder was?
Wenn dir das nicht passt, kämpfst du gegen mich. Ach nee, bei den Neuen habe ich wenigstens noch eine Chance zu gewinnen. Also dann, alles auf Position, der Kampf beginnt jetzt! Wo rennen wir denn hin? Okay, was hat aber das jetzt mit dem... Oh, der spielt mit Donald Trump. War ja klar. In Paldea kommt es vor, dass Pokémon kristallisieren. Dieses Phänomen wird Terra-Kristallisierung genannt. Wähle im Team Terra-Kristallisierung aus, um den Vorgang auszulösen. Terra-kristallisierte Pokémon nehmen einen Terra-Typ an. Attacken, die demselben Typ wie der Terra-Typ angehören, werden noch viel stärker als gewöhnlich. Nachdem du eine Terra-Kristallisierung ausgelöst hast, kannst du sie erst dann erneut einsetzen, wenn du dein Team bei einem Pokémon-Center geheilt hast. Überleg dir deshalb gut, wann du sie nutzt. Oh, okay, das heißt, die ist einmalig. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, also... Ja gut, dann Terra-Kristallisierung, let's go! Und wir machen natürlich Blattwerk. Jetzt wird die Attacke um 2,25 mal verstärkt. Das sieht doch mega cool aus, oder? Ich bin ein Fan von der Mechanik. Ich find's besser als Dynamaxen oder Z-Moves. Und da hat dieses Magnunio, oder wie das heißt, überhaupt keine Chance. Sehr gut. Kiwi versucht Zauberblatt zu erlernen. Oh, das, die Attacke ist doch ziemlich geil, oder? Die trifft immer, glaube ich. Dem nicht auszuweichen ist, genau, die trifft immer. Ist zwar speziell auf Stärke 60, das ist ein bisschen mehr, weil Sprigatito eigentlich ein physischer Angreifer wird. Ich nehm's dennoch rein. Weil, ja. Wenn mal ein Pokémon auftaucht, das eine schwache Verteidigung hat. Schwache Spezialverteidigung, dann können wir das ja mal nutzen. Du warst spitze. Und die Terra-Kristallisierung hast du auch super eingesetzt. Wenn ein Pokémon seinen Terra-Typ annimmt, werden Attacken desselben Typs noch stärker. Und manche Pokémon nehmen bei der Terra-Kristallisierung einen völlig anderen Typ als sonst an. Das eröffnet dir ganz neue Möglichkeiten und Strategien. Aber denk daran, dass du deinen Terra-Kristall-Orb nach jedem Einsatz wieder aufladen musst. Das geht super einfach bei jedem Pokémon-Center. Ich gehe dann mal. Hasta la vista. Ditto, hasta la vista. Hasta la vista? Okay, Team Star ist echt eine schräge Bande. Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus freshen Schülern, die gerne Unruhe stiften. Sie fehlen ständig im Unterricht und rasen wie die Bekloppten rücksichtslos durch die Gegend. Auch den Lehrern machen sie wohl große Sorgen. Entschuldigung. Vielen Dank. Ja, und tschüss. Ja, ein cooler Evoli-Rucksack. Obwohl du selbst noch neu bist, eilst du anderen gleich zur Hilfe. Du bist echt eine coole Socke. Dieses Mädchen habe ich hier noch nie gesehen. Vielleicht ist sie auch ein Neuzugang. Aber hast du ihren Evoli-Rucksack bemerkt? Ja, sagte ich doch gerade. Der sah ja extrem kuschelig aus. Also dann, jetzt wo die Situation geklärt ist, sollten wir uns langsam zur Akademie aufmachen. Viel Erfolg beim Erklimmen von Paldeas Treppe des Grauens. Ja, es geht weit nach oben. So ein bisschen hat das Soul Eater-Vibes. Das ist halt auch so eine Schule, die auch auf Millionen von Stufen gebaut ist und die Schüler da jeden Morgen hochlaufen. Oder auch nicht.
Gibt einige, die kommen kaputt an oder schaffen es nicht mal. Und was ist in diesem Teil der Stadt? Wieder Subway. Ach Gott, ich kann es nicht mehr sehen. Eine geheime Höhle. Und das hier, ist das betretbar? Nö. So eine Art Post. Ja, schön groß, aber weitläufig auch, aber leider kann man nichts machen. Ich hoffe, das wird noch besser. Waren wir in dem Shop schon? Ja, das ist dieses 7-Eleven, oder? Ah, da geht's gar nicht rein. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auf zur Akademie. Oder? Was ist das? Pizza? Nee, hatten wir auch schon. Hatten wir alles schon. Ich glaube, hier gibt es auch nicht wirklich was Neues. Ja gut, dann lasst uns die Treppen hochlaufen und mal schauen, wie die Akademie so ist. Ja, ja. Wird uns auch aus Ziel angezeigt, aber ich sehe jetzt gerade, hier ist diese Brücke vom letzten Mal, womit man auf die Dächer laufen kann, oder darf man da nur mit dem Motorrad drauf? Ah ne, man kommt mit dem Motorrad vermutlich nur weiter, WTF. Hä? Okay. WTF? Warum kann ich hier so hochlaufen? Das macht ja gar keinen Sinn. Naja, egal. Da geht's... Die Eingangshalle ist ja großartig. Ein richtiges Paradies für Bücherwürmer. Okay. Ja gut, dann packen wir es an. Auf geht's. Hoch zur Traubenakademie von Mesalo in La City. Was erwartet uns hier? Die Treppe des Grauens. Die Akademie ist bekannt für ihre Treppe des Grauens. So viele Stufen sind ganz schön anstrengend, oder? Ja, ich glaube, die Treppe ist sogar angelehnt an irgendwas im... keine Ahnung, in Madrid oder so. Irgendeine Sehenswürdigkeit und auch die Akademie an sich ist so eine Art Kapelle in Spanien, die man kennen sollte. Ich bin kein Experte von Spanien, ich war da einmal, zweimal, hab das aber nicht erlebt. Ich war sogar in Madrid, in Barcelona und Madrid war ich mal. Und ja, sowas habe ich halt leider noch nie gesehen. Aber ja, es existiert, sagen wir mal so. So, hier ist eine Sackgasse, alles klar. Der Campus sieht aber schon nice aus, muss ich ehrlich sagen. Also, gefällt mir ganz gut. Ja, ich lasse meinen Sprigatito, glaube ich, auch einfach raus, weil die Trainer hier machen das ja auch. Und hier gibt es sogar Trinken für meinen Sprigatito. Ach, ist das so knuffig, Mann. Es ist so süß. Ja, und auch hier gibt es vermutlich dann nichts. Ah, doch, doch, warte, da hinten ist ein Item. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob auf der anderen Seite auch eins war. Ich glaube aber nicht. Und hier befindet sich ein Heilball. Ja, ganz guter Ball. Füllt halt die KP auf vom Pokémon, was man halt fängt. Ja. Und dann lasst uns jetzt mal reingehen. In die Schule an sich. Boah, mit einem riesen Fenster da vorne. Das scheint so eine Art Battlehalle zu sein, oder? Geht's da rein? Ja, okay, die Tür lässt sich öffnen. Alles klar. In einer riesen Bibliothek. Willkommen an der Traubenakademie, Kuroi. Das hier ist die Eingangshalle. Dort am Empfang kannst du dich für die verschiedensten Kurse anmelden. Außerdem gelangt man von hier aus zu allen möglichen Einrichtungen innerhalb des Geländes. Die Eingangshalle ist so groß, dass man hier problemlos Pokémon-Kämpfe bestreiten könnte. Findest du nicht auch?
Aber leider ist das laut Schulordnung verboten. Ah, okay. Hey, der Direktor. Ah, Kuroi. Ne, Mila. Wie war eure Reise zur Akademie? Es war der Wahnsinn. Ja, an sich war es der Wahnsinn. Der Dank dafür gebührt wohl Nemila. Unsere Akademie kann sehr stolz auf sie sein. Nun, von unserer Schulsprecherin mit dem Champ-Rang hatte ich auch nichts anderes erwartet. Danke, dass du uns unseren Neuzugang herumführst. Kein Problem, immerhin sind wir doch Freundinnen, stimmt's, Kuroi? Oh, da fällt mir etwas ein. Wir sind Mitgliedern von Team Star begegnet. Wahrhaftig? Wo ist das gewesen? Am unteren Ende der Stufen, vorm Eingangstor. Sie haben ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack in die Enge getrieben. Das sind alarmierende Neuigkeiten. Sind sie immer noch da? Nein, Kuroi hat's ihnen ordentlich gezeigt und sie verjagt. Ach, interessant. Es ist gut, anderen zu helfen, aber vielleicht solltest du es zum Schulanfang erst einmal langsam angehen lassen, Kuroi. Nemila, denkt bitte auch daran, in solchen Fällen auf der Stelle einen Lehrer Bescheid zu geben. Ja, verstanden. Ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack, meintest du? Das wird wohl Cosima sein. Es ist schön zu hören, dass sie zum Unterricht kommt. Ach, eine Sache noch, Nemila. Wirst du so gut, Senior Jim, von eurer Begegnung mit Team Star zu berichten? Er ist schließlich euer Klassenlehrer. Wird gemacht, Direktor Clavel. Oh, ich merke gerade, dass der Unterricht bald beginnt. Ihr zwei solltet euch auch geschwind zu eurem Klassenzimmer begeben. Komm, Kuroi, ich zeig dir den Weg. Unsere Klasse ist die 1A. Aha. Okay. Oh nein, wir haben Frame-Schüler. Das sind Schüler, denen Frames fehlen. Nein. Guten Morgen, Senior Jim. Es fehlt sogar ein Schüler ganz. Guten Morgen alle miteinander. Heute gibt es aufregende Neuigkeiten. Da seid ihr neugierig? Na klar, und wie? Kriegen wir endlich neue FPS oder bleiben wir so? Nein, nein, das mit den FPS, das wird sich nicht legen. Tut mir leid, dafür hat die Schule kein Geld. Entschuldigt die späte Ankündigung, aber heute haben wir einen Neuzugang in der Klasse. Oh, wer kann das sein? Hat sie genug Frames, um in dieser Klasse zu sein? Naja, man braucht ja nicht viel. Was das wohl für jemand ist? Du kannst reinkommen, nur keine Scheu. Ach so. Ich dachte jetzt, Cosima wäre das gewesen. Dann ist das ja mein Plan. Hä? Sitze ich nicht neben Nemila? Wärst du so nett, dich vorzustellen? Ja, ich bin Kuroi. Oh, die hat ja eine Menge Frames und seht mal das Charaktermodell. Sieht so gut aus. Sie wirkt so cool und gelassen. Du hast offenbar das Interesse der ganzen Klasse geweckt, Kuroi. Hat denn jemand eine Frage an eure neue Klassenkameradin? Ich, darf ich? Wie schaffst du es, so viele Frames zu haben? Wie ist das möglich? Was magst du an Pokémon? Ja, das Kämpfen ist cool, das Sammeln auch. Mit ihnen zu spielen ist auch nice. Ich würde sagen, mit ihnen zu spielen, sage ich jetzt einfach mal. Wirklich? Ich auch. Ey, Junge. Will der mich anbaggern? Na, hat noch jemand eine Frage? Ich hier bitte. Oh, guck mal, noch eine Schülerin mit einer Menge Frames. Nice, dann sind wir ja schon zu zweit. Du hast dich ja dazu entschlossen, an unsere Akademie zu kommen. Also, was ist dein Ziel für die Zukunft? Ich möchte den Pokédex vervollständigen. Ich möchte eine starke Trainerin werden. Ich weiß es nicht.
Wir werden ja die Pokémon-Meisterschaft angehen. Also versuchen, die Liga zu schaffen. Also starke Trainerin. Das wirst du bestimmt ganz sicher. Du und ich, wir werden zusammen die Allerstärksten. Danke, dass du uns ein bisschen was über dich verraten hast, Kuroi. Ich bin Jim, der Biologielehrer der Akademie. Und außerdem dein Klassenlehrer. Dein Platz ist dort in der zweiten Reihe. Okay. Also dann, ich hoffe, ihr kommt alle gut miteinander aus und lernt fleißig zusammen. Ja, Senior Jim. Oh boah, nicht mal in der Sequenz kann man irgendwie was von den Modellen verlangen. Alter, es ist besser, die bewegen sich nicht, anstatt da rumzusappeln. Das ist wirklich grausam. Aber gut. Du kannst jetzt frei die Akademie erkunden. Ey, cool. Kann ich mich aber auch wieder sitzen, oder? Willkommen an der Akademie, hallo. Du kannst jetzt am Mathekurs teilnehmen. Okay. Ey, das ist cool. Es ist cool gemacht. Ich speichere jetzt mal, weil ich habe schon länger nicht mehr gespeichert. Und ich glaube, Autospeicherfunktion gibt es nicht. Oder ich habe es noch nicht gefunden. Ja, sitzen kann ich mich nicht mehr. Und Nemilia ist auch nicht mehr da. Suchst du Nemilia? Die wurde vorhin ins Lehrerzimmer gerufen. Ja gut, die ist ja auch die Klassensprecherin. Okay. Mehr gibt's hier nicht zu sehen, oder wie? Hier gibt's noch einen Spind. Du kannst jetzt nicht. Du kannst dich jetzt innerhalb der Akademie bewegen. Orte, an denen auf der Karte Personen zu sehen sind, könnten etwas Interessantes für dich bereithalten. Such dir dein erstes Ziel aus und fang an zu erkunden. Okay. Mensa, da befindet sich dieser. Ja, Angeber, Schnösel. Wir sind im Klassenzimmer und wir können auch ins Lehrerzimmer. Ja, ich wüsste nicht, warum man ins Lehrerzimmer gehen sollte. Ja gut, dann lasst uns mal in die Mensa gehen. Aber verstehe ich das richtig? Man kann theoretisch in dieser ganzen Schule rumlaufen und schaltet noch andere Ortschaften frei, oder wie? Okay, und da gibt es dann immer so Events. Ja, dann lass in die Mensa gehen. Ich hab Hunger. Und da steht jetzt... Ah, ein Koch. Wow. Na, hast du heute fleißig gelernt? Was darf's denn sein? Inferno-Sandwich klingt eigentlich geil. So mit, ja, den Würstchen da drauf. Ja, doch, gib mir das. Das klingt am geilsten. Aber es kostet voll teuer, Mann. Ich habe fast kein Geld mehr. Inferno Sandwich. Oh nein, jetzt kommt wieder diese Cringe-Szene. Bringt nur nichts. Die Effekte, oder? Ja, ich weiß es nicht. Da muss man so viel essen, um da hoch zu leveln. Hey, gibt's sogar Mikrowellen? Okay, cool. Oh, ein Zoroark! Oh, ich bin voll neidisch auf dieses Mädchen. Die hat einfach ein Zoroark, oder wie das heißt. Voll cool. Und was gibt's hier zu essen? Ach du schon wieder, Pepper. Oh, so trifft man sich wieder. Weißt du noch, wer ich bin? Ja, leider. Der vom Leuchtturm. Ganz genau. Dein Erinnerungsvermögen kann sich sehen lassen. Du brauchst dich nicht vorzustellen. Dein Name ist Kuroi, stimmt's? Die ganze Akademie redet über dich, weil du zusammen mit der Schulsprecherin hier aufgekreuzt bist. Ah ja. Normalerweise setze ich keinen Fuß in die Akademie, aber ich habe extra eine Ausnahme gemacht, um dich, kleine Berühmtheit, zu treffen. Ich hätte da nämlich eine Bitte. Könntest du mir deine Stärke leihen, um meine Träume
Wirklichkeit werden zu lassen. Wovon redest du? Da habe ich dich neugierig gemacht, was? Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich liebe Picknicks. Und in der Küche stelle ich mich auch nicht schlecht an. Ich recherchiere im Moment Gerichte, die Pokémon wieder gesund machen. Letztens habe ich in einem Buch ein Kapitel über Gewürze gelesen, die einen ganz flott fit machen sollen, wenn man sie sich zu sich nimmt. Sie werden Geheimgewürze genannt. Von diesen Geheimgewürzen soll es insgesamt 5 verschiedene Arten geben. Man braucht nur an dem Gewürzpulver zu lecken und schwupp, der Körper erhält Nährstoffe. Der Kreislauf kommt in Schwung. Der Alterungsprozess wird verlangsamt. Und das Immunsystem wird gestärkt. Angeblich soll es diese Gewürze nur hier in Paldea geben. Und sie sind super selten. Aber die Geheimgewürze werden wohl von sogenannten Herrscher-Pokémon besagt. Ah, das ist die Herrscher-Quest. Das ist eins von 3 Quests, Hauptquests sozusagen. Deshalb bekommt man sie nicht so leicht in die Finger. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Herrscher-Pokémon ungefähr so aussehen. Die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir steigen tiefer hinab und erblickten kompakte und äußerst grausame Wesen, die kaum Pokémon ähnelten. Ist das eine Deutung auf neue Pokémon? Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erlitten. Ja, das ist, ich weiß nicht mehr, wie dieses Pokémon heißt, aber das kommt aus der 2. Gen und hat hier eine Zukunftsform, in Kamazin dann halt eine Vergangenheitsform. Die Monster von Zone 0. Durch Zufall gelang einem Mitglied des Observationstrupps dieses Foto. Zwar ähnelt diese Kreatur entfernt dem Pokémon Donphan, ach ja, so hieß es, doch der Textur ihres Körpers sowie der Art der Fortbewegung nachzuurteilen, muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln. Man könnte die Kreatur fast für ein eisernes Rad halten. Ich würde die Gewürze ja gerne selbst beschaffen, aber Pokémon-Kämpfe sind nicht meine Stärke. Hä? Du hast doch vor ein paar Parts richtig angegeben, wie gut du da drin bist. Freunde, mit starken Pokémon habe ich auch keine. Ah, woran das wohl liegt? Und die Schulsprecherin will ich nicht um Hilfe bitten. Bleibt also nur noch dich. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du mir halt hilfst. Ja. Aber ich mach's nur für mich, nicht für dich. Aber Geheimgewürze, cool. Heißt das, es gibt 5 dieser Bossmonster? Halt, Moment! Du musst mir jetzt nicht sofort antworten. Lass mich einfach schon mal die Orte auf deiner Karten-App markieren. Wo sich Herrscher-Pokémon umtreiben. Ah ja. Oh, sein Smartphone ist aber cool mit Flabby B drauf. Hey, er wird immer sympathischer. Okay, es gibt einen Herrscher der Drachen, einen Herrscher der Erde, Simmels, Steinklippen und da bin ich sicher, dass das dieses Klippe, oder wie das heißt, ist. Und verborgenen Stahls. Also das sind Typen, auf die man sich dann vorbereiten kann. Der Pfad der Legenden. Schön, dass wir Legenden-Arceus-Phone haben. Die genauen Details erzähle ich dir später. Aber hier, nimm das als kleines Geschenk. Section Sternenstaub. Ah ja. Ja, schöner roter Sand, kennt man aus der Gen 3. Damit kann man, glaube ich, Items herstellen. Also dann, denkt schon mal darüber nach. Ja, das nehmen wir uns eh vor. Esskräfte. Ich will Nachschlag haben. Ach, ich dachte, die erklären mir jetzt irgendwie was über diese Kräfte. Aber nee, tun sie nicht. Hey, aber es sieht voll cool aus. Not gonna lie. Also, ja.
Das macht wieder richtig Bock. Hä? Telefon? Kuroi. Du hältst diesen Anruf, weil ich dein Handy gehackt habe. Ach nee, im Ernst. Warum? Gehackt. Das heißt, dass ich vorübergehend die Kontrolle über dein Telefon übernommen habe. Ja, und jetzt brauchst du Geld, ne? Mein Name ist Cassiopeia. Yeah, keine Ahnung. Ich weiß, wer du bist. Eine Pokémon-Trainerin mit viel Potenzial. Dieses Potenzial habe ich erkannt und möchte dich daher um etwas bitten. Kuroi, du kennst doch sicher Team Star. Ja, kennen wir. Dann ist die Sache schnell erklärt. Team Star wurde von Schülern der Akademie gegründet, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Sie verbreiten Unruhe an der Akademie und machen nichts als Ärger. Dieses Verhalten kann ich nicht weiter dulden. Mein Ziel ist es, Team Star aufzulösen und in Sternenstaub zu verwandeln. Der Name dieses Unterfangens lautet Operation Stardust. Für diesen Plan benötige ich Verbündete. Denkst du nicht auch, dass du die Richtige dafür wärst? Ja, und warum musst du dafür mein Handy hacken? Du musst dich jetzt noch nicht entscheiden. Mehr Informationen erhältst du später. Das war vorerst alles. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ah, Kuroi. Bitte achte darauf, etwas leiser zu sprechen, wenn du in der Akademie einen Anruf entgegennimmst. Ach, es tut mir leid. Du willst doch nicht, dass jemand deine privaten Gespräche mithört. Das kann gefährlich sein. Heutzutage muss man auf so vieles Acht geben. Man hat es wirklich nicht leicht. Nun denn, auf bald. Team Star. Okay. Freunde, im nächsten Part erkunden wir die Akademie weiter, weil wir haben ja vielleicht noch was im Lehrerzimmer zu tun. Aber wir haben auch unsere erste Quest. Also ab jetzt geht das Abenteuer richtig los. Und ich bin immer noch sehr motiviert, diese Welt zu erkunden. Denn so viel haben wir noch gar nicht gesehen. Und ich hoffe, ihr bleibt auch noch dran. Bis zum nächsten Mal und ciao.